Stromausfälle, leere Regale in Supermärkten, Pandemie. Keine funktionierenden Heizungen, Naturkatastrophen und Menschen, die aus dem Nichts auf einmal durchdrehen. Gerade in den letzten Jahren vermehrt aufgetreten, auch in Deutschland. Wenn ich eins vom Leben gelernt habe, aber auch ganz speziell bei der Bundeswehr, sei vorbereitet, hab einen Plan und dann sei wieder vorbereitet, denn kein Plan überlebt den Feindkontakt. Schlechte Zeiten kommen immer, das steht fest. Leben in der Lage. Friedliche Orte durchleben in diesen Stunden eine Katastrophe. Man kann sagen, eine Tragödie. Erst waren es Befürchtungen, jetzt sind es Fakten. Die Zahl der Toten nach der Flutkatastrophe ist deutlich gestiegen. Das Handynetz funktioniert nicht, die meisten Häuser haben noch immer keinen Strom und kein fließend Wasser. Dieses Video soll keine Panik verbreiten, aber es soll euch zum Nachdenken anregen. Ich habe das Thema bis jetzt immer scherzhaft verpackt, aber dahinter steckt ein ernst gemeinter Grund. Die Corona-Zahlen sind weiterhin auf Rekordniveau. Glas und Trümmer fliegen umher, das Haus gerät in Brand, offenbar eine Gasexplosion. Kein Wasser, kein Strom. Weggespülte Autos. Ein Tornado ist am frühen Abend über Kiel hinweggezogen. 4 Menschen wurden verletzt, einige schwer. Seit 2014 ist die Zahl der Straftaten mit Messern in Deutschland gestiegen. Stromausfälle, leere Regale in Supermärkten, Pandemie, keine funktionierenden Heizungen, Naturkatastrophen und Menschen, die aus dem Nichts auf einmal durchdrehen. Gerade in den letzten Jahren vermehrt aufgetreten, auch in Deutschland. Die Inflation in Deutschland, aber auch international nimmt weiter zu. Leere Regale im Supermarkt, lange Schlangen an der Tankstelle. Wegen der Corona-Pandemie, den Lieferengpässen und der Ausbreitung der Omikron-Variante wird die Inflation länger anhalten. Kann man das als einzelne Person verhindern? Nein, auf keinen Fall. Aber du kannst Vorsorge betreiben und dich und deine Liebsten schützen und in bestimmten Situationen handlungsfähig bleiben. Und darum geht es in dieser Videoreihe. Durch den Druckabfall kam es zu Ausfällen im gesamten Versorgungsgebiet, nämlich von dem Rohrbruch einer Hauptfernwärmeleitung. Der sorgte ab heute Morgen für kalte Wohnungen und kaltes Wasser in Kiel. Bei einem Anschlag in der Wiener Innenstadt gestern Abend sind 4 Passanten getötet worden. Schüsse hallen durch die Wiener Innenstadt. Menschen rennen um ihr Leben. Chaos bricht aus. Mit automatischem Sturmgewehr, Pistole und Machete bewaffnet, schießt der Attentäter auf jeden, der ihm begegnet. Wir widmen uns gemeinsam Worst-Case-Szenarien. Das wird ein größeres Projekt und ich freue mich mega drauf und bin gespannt, wie das Ganze bei euch ankommen wird. Ein Unbekannter hat am Morgen Passanten in Erfurt angegriffen und verletzt. Die Menschen haben auch nicht die Möglichkeit, unheimlich viele Sachen mitzunehmen. Das sind dann meistens 1-2 Koffer. Erst kam das Wasser, dann die Plünderer. Besonders dramatisch, während die einen um ihr Überleben kämpfen, nutzen andere die Situation schamlos aus. 1,025 Millionen Opfer von Straftaten. Es geht vor allem um Mord- und Tötungsdelikte, Körperverletzung und Raub. Polizei und Feuerwehr sind noch im Einsatz. Es gibt Berichte von Stromausfällen. Wieder gibt es einen Rekordstand bei den Ansteckungen. Lass uns gemeinsam diese Videoreihe gestalten. Schreib es mir in die Kommentare, wie du dich vorbereiten würdest. Hattest du vielleicht schon eine Situation, die du gut meistern konntest aufgrund deiner Fähigkeiten oder Ausrüstungsgegenständen? Lass uns connecten und anderen Zuschauern eine Inspiration sein. Und darüber austauschen, wie wir in Worst-Case-Szenarien aktiv werden können. In diesem Sinne, wir sehen uns in den nächsten Videos. Be prepared!